Wir sind wieder daheim. Das Hohe Haus hat uns wieder und wir haben unser Haus wieder. Wir übergeben es dabei aber nicht uns, der Politik. Wir übergeben es dem Souverän, den Wählerinnen und Wählern. Es ist ihr Haus. Für Misstöne hatte im Vorfeld gesorgt, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ein vergoldetes Bösendorfer Klavier im Empfangssalon des Parlaments aufstellen hat lassen. Kostenpunkt 3.000 Euro pro Monat. Jetzt ist es auch mein Flügel dann? Ja, wie gesagt, er ist ja nur gemietet, gell? Nein, weil kann ich jetzt, wenn ich da jetzt vorbeikomme im Parlament und dann sage, Entschuldigen Sie, ich würde gerne eine Stunde auf meinem Flügel spielen. Weil habe ich Zeit. Du kannst es probieren. Ich bin gespannt, ob die Sicherheitsbeamten, die daran nach der ersten Sonate mal aussitzieren, wer weiß das schon so genau. Oder festkleben am Klavier. Dann kannst du aber noch ein Stück spielen. Prost!